Karl Friedrich von Weizsäcker schrieb 1983, wie sich Deutschland und die Welt zu einer totalen Katastrophe entwickeln wird. Damals lachten sie ihn alle aus. Das Volk ist der Verlierer. Verlierer ist derjenige, der nicht gut spielt und nicht gut kämpft, um zu gewinnen. Wie zum Beispiel bei einer Fußballmannschaft. Wenn aber eine Fußballmannschaft gar nicht spielt, sondern einfach auf dem Rasen herumsteht und zuschaut, wie der Gegner ins Tor schießt, dann ist diese Mannschaft nicht nur ein Verlierer, sondern auch ganz schön dumm. Und genauso verhält sich das Volk. Es tut nichts und guckt zu, wie ihm das Leben langsam zur Hölle gemacht wird. Ein dummes Volk, muss man einfach dazu sagen. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde
und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Warren Buffett hat es gesagt, was wir zurzeit erleben. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, hat gesagt, was wir zurzeit erleben, ist ein Kampf zwischen Reich und Arm, den die reiche Seite im Begriff ist zu gewinnen. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass wir etwas dagegen tun. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns darüber zu informieren, informieren. Der Bundesgerichtshof hatte das Strafmaß gegen zwei der insgesamt fünf Angeklagten wegen eines Formfehlers aufgehoben. Es fehlte die Unterschrift eines beteiligten Richters. Guten Tag. Herr Turm, ich hatte geschrieben, dass ich komme. Muss wegen einer Sache Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt. Was nicht zu viel, sie habe ich jetzt nicht, ich habe nur die Originale da. Können wir uns darüber drin unterhalten? Haben Sie erstmal einen Ausweis? Ausweis habe ich auch. Ja. Sie sind aber doch ein Amtsperson, oder? Ja. Dann wollten Sie aber doch auch einen Amtsausweis. Oder? Das ist ein Dienstausweis, ist mein amtlicher Ausweis. Das ist ja kein Amtsausweis, das wissen Sie ja ganz genau. Ein Dienstausweis weist Sie als bedienstete Person und nicht als beamtete Person aus, nicht wahr? Eine bedienstete Person hat auch ganz andere Rechte als eine beamtete Person. Wollen Sie mit mir über diese Sache, was anderes habe ich leider nicht und ist von der Dienstaufsicht auch nicht so vorgesehen, diese Geschichte, wollen wir... Warum heißt es denn Dienstaufsicht und nicht Amtsaufsicht? Ich denke, Sie sind... Doch, jetzt im Moment, und da muss ich ja mit dem Turm unterhalten. Wir können das gleich diskutieren. Das betrifft erstmal Ihre Legitimation und die brauchen wir gar nicht unterhalten. Gut, also dann nehme ich das jetzt mal an, dass Sie der Meinung sind, ich bin nicht legitimiert und deswegen... Nein, wir wissen, Sie sind nicht legitimiert. Sie haben keinen Amtsausweis, Sie können sich nicht als Beamter ausweisen, Sie sind für kein Amt tätig. Jetzt als Widerspruch gegen die Zwangsverschriftung. Nein, das nehmen Sie so nicht auf, weil Sie haben überhaupt gar keine Zwangsvollstreckung. Zeigen Sie doch mal bitte Ihren richterlich unterschriebenen Auftrag, dass Sie hier eine Zwangsverstreckung haben. Da ich Sie auch gerade antreffe, habe ich nämlich auch noch was im Fett. Auch richterlich unterschrieben? Ja, richtig. Richterlich unterschrieben? Richterlich unterschrieben. Was ist denn das? Das ist doch nicht richterlich unterschrieben. Hier, wo ist denn da die Unterschrift des Richters? Wo ist die Unterschrift des Richters? Wo? Wo? Sogar der Direktor selber. Und das ist die Unterschrift von Herrn Hochgräfe? Oder ist das die Unterschrift von Stumpfjustizangestellte? Also, gucken Sie mal bitte kurz. Ist das die Unterschrift von Herrn Hochgräfe oder die von Herrn Stumpf? Und da muss ich Sie auffordern, mit mir die einschaltliche Versicherung zu machen. Nein, das müssen Sie nicht. Also der ist ja überhaupt nicht unterschrieben. Der ist ja gar nicht unterschrieben. Ich versuche das ja alles nur in den... Sie probieren sich hier gerade das Recht so hinzubiegen, wie Sie glauben, dass das für Sie jetzt richtig ist. Hier sollte die Unterschrift von Herrn Hochgräfe drauf sein. Sie ist aber nicht drauf, oder? Gucken Sie bitte hier drauf, nicht mir in die Augen. Ist dort die Unterschrift von Herrn Hochgräfe drauf? Ist dort die Unterschrift von einem Richter drauf? Ist dort die Unterschrift von einem Richter drauf? Beantworten Sie doch einfach nur ja oder nein. Ist dort die Unterschrift von einem Richter drauf? Gar nichts. Ja, natürlich, dann ziehen Sie doch einfach Leine. Gut, das wollte ich hören von Richter unterschrieben ist. Und haben Sie auch gar keine Berechtigung, irgendetwas hier zu tun. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie sich überhaupt noch nicht mal legitimiert haben. Zur Abgabe der einstaatlichen Versicherung, der Sie jetzt nicht so... Wo ist denn der Geltungsbereich? Wo ist denn der Geltungsbereich der ZPO, mit der Sie mir hier kommen? Wo ist denn der Geltungsbereich der ZPO, mit der Sie mir hier kommen? Wo ist der Geltungsbereich? Kriegen Sie auch Post von mir?
Auch mit dem Geltungsbereich dazu? Absolut jetzt nichts weiter machen, als mich zu verabschieden. Das heißt, Sie können sich nicht legitimieren und haben keinerlei Geltungsbereiche? Und Sie können uns nicht sagen, wo der Geltungsbereich ist. Also vielleicht möchten Sie auch hier bleiben, vielleicht sollten wir jetzt mal die Polizei rufen, und weil Sie geben sich hier als Amtsperson aus, ne? Das ist wunderbar, wenn wir das regeln können mit Polizei. Das wäre ja super, wenn Sie das für mich erledigen, dann müssen, ich das nicht so. Dann müssen Sie sich ja aber auch wirklich legitimieren und uns zeigen, auf welchen Grundlagen Sie arbeiten, mein Herr. Wollen Sie das wirklich? Möchten Sie, dass Sie dazu gezwungen sind, die Geltungsbereiche und die Gesetzmäßigkeit nachzuweisen Ihres Handelns? Sehr interessant. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Morgen. Moin. Wo darf ich Sie gerade? Ja, hier gerade. Ja. Dürfen wir offen sprechen? Ja. Vollstreckungsbescheide werden sich in Rechtspflegertätigkeiten, und zwar sind das übertragene Geschäfte, die damals dem Richter unterlegen haben, aber mittlerweile auf den Rechtspfleger übergegangen. Mittlerweile, Firma. Zum Beispiel? Nee. Nehme ich das mal durch. Da wollen wir nicht durchgehen. Doch, tun wir das einfach mal. Wir haben da ja auch einen Fall, Herr Würfel, in den letzten beiden Runden, da wissen Sie auch. Ja. Aber Artikel 101 aushandelt diesen unzulässigen, wie man darf dann gesetzlichen Richtern zuwerden. Richter für besonders Sachgebiete können die Richter festgelegt werden. So, jetzt werden die losgeschickt, da hat noch nicht mal einer unterschrieben. Das Engste sind die. Die sind jetzt, ja genau, die sind jetzt ja letztendlich, wenn sie mal was kommt, die damit in der Mauer haben ja auch Leute geschossen, die in Dienst befehlt hatten, die sind alle in den Knast gekommen, die anfangen. Ne? Die sind in GmbH. Ich bin nicht mehr Personal der Bundesrepublik in Deutschland Finanzamt, ich bin wieder staatliche Selbstverwaltung. Ich habe mich in der UN-Resolution Selbstverwaltung programmiert bei den alliierten Siegermächten. Genau. Ich habe da nicht mehr so die Lust zu gehabt, dieses Spiel mitzustimmen, weil mir gibt es einen Friedensvertrag, nicht im LGBT, mir gibt es einen Friedensvertrag. Und Redenstag hat unsere Uranie 88 geleistet, hat mir von der Herkunft. Nicht, dass die Menschen überhaupt werden. Und so eine Sache werden hier losgeschickt, das ist auch ein Aberwitz. Ne? Mein Onkel gehört da Dinge. Ne? Da schicken die einen hier so ein Apparat. Die Militärpolizei hat schon Haftbefehle gegen Staat ermüllt, um die Gerichtsverkehr erlassen. Ja, wir kennen die da beim Militärpolizei. Mag um das nicht reden. Beim Europäischen Gerichtshof, wenn ich sogar beim Strafgerichtshof in Den Haag. Ich kenne mich da bestens aus, ich habe 2 Aktenzeichen da mittlerweile. Ja. Und ich bin an mehreren Aktenzeichen anhängig. Ja. Und wenn da, sag ich mal, behandelt wird, geht das schon mit der Menschenrechtsklage bei 500.000 Euro los. Ja. Wenn kein Euro mehr gültig ist, machen wir das in Gold. Ist ja auch kein Thema. Dann geht auch wieder die Ware im Leben mit Hab und Gut. Ja. Also wenn Sie mal was zu verpfänden haben, dann nehme ich das gerne. Ja. Kein Problem. Wir haben ja hier am BGB 126, ne, das ist unterschrieben werden. 823, 893. Der Richter muss das unterschreiben, auch Haftbefehle oder sowas. Das muss unterschrieben sein. Haftbefehle oder sowas. Nein. Das steht hier in Karlsruhe, habe ich erlebt. Ich habe diesen Rechts. Dann würde ich dann seit 20 Jahren keine Unterschrift nicht rein. Doch, habe ich. Nein. Doch, habe ich. Seit 2007. Seit 2007. Seit 2007. Reinigungsgesetz. Die werden noch. Immer noch eine, wenn ich Sie jetzt hier laden, also ja. Wenn ich Sie laden würde und Sie erscheinen nicht mehr zum, im Klebe macht es ein Richter. Dann ist er dumm. Kennt die Rechtslage der BRD nicht. Ja. Die Haftbefehl oder sogar ein Durchsuchungsbeschluss werden vom Richter handschriftlich unterschrieben. Mit Namensstempel. Vor allem, weil hier steht, ich habe das Bundesministerium angeschrieben, ich habe die Schnarrenberger angeschrieben, ich habe sie alle angeschrieben. Das ist alles kein Problem, die Herrschaften wissen alle Bescheid. Und der Vertriebenen und. Wir sind noch nicht mal Deutscher, wenn sie einen Personalausweis oder einen Ausweis rausholen. Das können Sie sich gerne mitnehmen, das können Sie mal als Bettlektüre sich durchlesen, dann wissen Sie, was zu tun. Und hier sind Verklagen, die am Gericht anhängig sind. Hallo, kein Grund. Warum? Jetzt. Ja, ich schicke das zurück. Ja. Das nehme ich jetzt ja auch nicht persönlich. Nein. Um Gottes Willen, dann ist haben ja hier. Ich habe jetzt genommen die Lektüre hier an. Nee, ich freue mich.
noch hingesetzt, dass er Dienstausweis, das bin ich. Ja. Und der ist gültig bis 13.8., also haben wir noch einen Monat. Ja. Und naja. Ja. Ich hätte gerne Nachweis, dass ich zahlen muss, ganz einfach. Doch. Das ist ein verstreckbarer Titel. Und Sie kennen, also bei mir kennen das ja nichts. Also für mich ist es verstreckbar. Warum? Das was? Wieso? Das möchte ich gerne sehen. Nein, das ist so. Und Sie können jetzt gerne mir die Verweigerung hergeben, den Titel anfechten. Dann haben Sie nicht eine Kleidung. Bei mir ist das Kind schon im Brunnen. Also da brauchen wir. Danke für die Aufnahme. Hallo. Ja, servus. Ja, den machst du meiner Sicherheit. Okay, zu mir gesichert. Ja, gerne so als Schulungsvideo. Na, was schön. Halt im OBAD passiert. Also, was machen wir jetzt denn mehr ganz? Also, wenn Sie ich keinen Nachweis habe oder wenn Sie keinen Nachweis bringt, dann zahle ich dann auch was. Ich habe Sie. Okay, gut, Sie verweigern mir das. Ich möchte zahlen. Ich möchte zahlen und ich kann zahlen. Ja, komm, machen Sie es. Schauen Sie es halt. Ich habe das Geld bereit liegen. Ja, schauen Sie es halt. Sollen Sie es halt sagen? Ja, ich zeig's Ihnen, dass ich es habe. Ja, Sie hat es auch schon gemacht. 1, 2, 3, 4, 550 Euro geht's, ne? Es geht um, so eine Geschwindigkeit, dass Sie leider so viel Zucker haben. Das letzte Schreiben von Ihnen war 55 Euro. Nein, das glaube ich nicht. Sie haben das brauchen wir nicht bieten lassen, was Sie dafür haben. Das ist mein Grundstück, kann ich machen, was ich will. Ja. Da kann ich machen, was ich möchte. Ja. Wenn es nicht passt. Also jetzt, was machen wir jetzt? Zahlen Sie es nicht? Ich zahle es nicht, solange ich nicht weiß, warum ich zahlen muss. Ganz einfach. Das müssen Sie mir belegen. Sie stehen mir in der Schuld, verstehen Sie das? Nein, verstehe. Ja? Sie müssen. Ich habe einen verstreckbaren Titel, den brauche ich nicht begrüßen. Ich habe keinen Titel. Doch. Ja, ein Dienstausweis ist kein Titel. Ja, Dienstausweis ist ein Dienstausweis. Der Titel, Sind Sie Beamter? Ja, was soll in der Kanzlei, wir Beamten sogar auf Lebenszeit. Können Sie das nachweisen? Muss ich das bei Ihnen? Ja. Nein, muss ja, ich Sie nicht. Sie wollen Geld von mir. Hey, jetzt sind Sie Arbeitsmann. Nein, das ist so. Ja, okay, ich merke ganz sicher. Nein, jetzt machen wir es gleich ganz klar. Sie verweigern mir die Durchsuchung. Also die große Diskussion brauchen wir nicht führen. Sie können reinkommen, aber warum? Dann mache ich Empfehlung. Hallo, Sie haben es aber nicht. Also dann. Ja, das Geld ist noch da. Das Geld habe ich Ihnen gezeigt. Schauen Sie. Schauen Sie. Wo muss ich jetzt auch schon Empfehlung? Moment. Tauschempfehlung von jederzeit machen. Abfahrt. Das war ein tätischer Zugriff. Das war ein seelischer Zugriff. Für nein, das war Tauschempfindung. Nee. Er versucht das Tauschempfindung, Sie haben die Verschwendungsbeamte gewährt. Kein Zugriff. Ich habe das Geld Ihnen gezeigt. Ja, was wollen Sie noch? Tauschempfindung hätte ich gemacht. Sie haben mich angefasst. Tauschempfindung. Haben Sie jetzt eine Anzeige gemacht? Das sagen Sie mir. Sie sind befinden auf sich auf meinem Grundstück. Sagen Sie mir, wo? Sie befinden sich auf meinem Grundstück. Sie haben mich täglich angegriffen. Ja. Sie haben mich angefasst. Ich war rum. Nein, das war der Versuch in der Tauschempfindung. Das war kein Versuch der Taschenpfänder. Ja, logisch. Sie haben das gleich gesagt und das wird ja nicht so. Und ich hier oben am Arm. Das heißt also, Taschenpfänder ist der Begriff. Nein, Sie sind überweigern nicht das gut. Schreiben Sie durch da rein? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Das Geld ist da? Nein, das schreibe ich nicht. Dass Sie das protokolliert haben? Nein, das schreibe ich nicht rein. Ich schreibe, dass Sie diese Summe wieder gesprochen haben. Und unterschreiben Sie das Protokoll oder unterschreiben Sie es nicht? Das Geld nein, ist da? Das nein, das wird Ihnen gegeben. Jetzt will ich Nachweis haben, nein, irgendwie so was schreibe ich nicht, so krass. So. Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Wir haben einen Untersuchungsbeschluss. Sie werden dann das nächste Mal mit dem Schlosser kommen und der Polizei.
ist es Raub. Das ist Anzeige bei einem europäischen Gericht. Ja, das machen wir. Das machen wir uns gleich im Folge. Das ist Raub. Ja, ich bin ciao. Ich habe versucht. Auf Wiedersehen. Servus. Wahnsinn. Weil Sie sagen, Sie sind ein Vollstreckungsbeamter. Bitte. So, Hansestadt Gardeling. Dienstausweis. Ja, ist ein Dienstausweis dazu und das ist keine richtige Unterschrift. Was? Eigenhändige Unterschrift? Ist aber keine richtige Namensunterschrift. Sie sind Alexander. Genau, können Sie auch in der Stadt anrufen, die kennen mich da alle. Ja, das ist ja gut. Richtig, ja. Das soll ja auch so sein. Na klar. Okay. So, sind also ein Dienstbediensteter. Aber trotzdem brauchen wir doch einen Vollstreckungsauftrag, wenn man als Vollstreckungsbeamter unterwegs ist. Ah, kann ich mal sehen? War nur kurz, das ist meiner nicht hier. Nee, ich will den nicht behalten, um Himmels Willen. In Vertretung, schon mal ungültig. Super. Paragraph 126 GPGB, genau, da steht es drin, da muss eine eigene die Unterschrift, ansonsten ist sie nicht gültig. Sehr schön, danke. Darf ich mal kurz sehen? Halt, willst du sehen? Ja, darf ich mal. Ja. Ist einfach so. Nee, ist eine müssen wir akzeptieren. Ist, so. Ist okay. Ja, können Sie auch festhalten, ich muss mal gucken, da, was da ja. Wer unterschrieben hat. Gut. Ja, so. Ich stelle jetzt fest, Sie sind an dem Punkt jetzt zahlungsunwillig. Nein? Nein. Das muss ich gleich komplett nein. Nein, absolutes Nein. Das ist falsch. Das jetzt ich lehne es ab, weil die GEZ kein Recht dazu hat, diese Beiträge einzuziehen. Nein. Es fehlt völlig die gesetzliche Grundlage. Das habe ich mit denen mehrfach schriftlich, habe ich alles da, kann ich zeigen, aber ich weiß nicht, ob Ihnen das interessiert. Was wollen Sie denn eigentlich mal Ihren Enkeln sagen nachher, wenn die fragen, Opa, warum hast du denn da nichts unternommen? Die sind alle illegal hier unterwegs. Das ist kein Quatsch. Ist doch erstmal steht doch fest, dass er ja kein Beamter unter. Sie sind erstmal kein Beamter, das ist jetzt auch ein Auftrag. Und generell bei Vollstreckung muss ein Richter unterschreiben. Ja, die Form muss gewahrt werden, also Unterschrift. Ja, die Form muss gewahrt werden und bei Vollstreckung generell nur der Richter, nicht mal das Gericht. Und wer kann denn Beamte machen? Und das ist das. Das kann doch hier gar keiner machen. Das ist eine Menge Papier, ja. Wo ich einfach forderte, gebt mir eine gesetzliche Grundlage. Also ich lasse jetzt erstmal ruhen, Sie lassen mir die Papiere zukommen. Ja. Werde da prüfen, Kontakt mit der GEZ aufnehmen und so weiter. Sie werden ja schon Ihren Namen kennen, Herr Giemann, ne? Wenn Sie da regen Kontakt haben. Die kennen meinen Namen natürlich, klar. Aber ich kenne deren Namen nicht. Ja. Weil die niemals einen Namen angegeben haben, in keinem ihrer Briefe. Es wird immer wieder auf den Rundfunkbeitrag Staatsvertrag hingewiesen, der aber kein Gesetz ist. Der ist nicht unterschrieben, es ist nicht mal ein Vertrag, es ist nur ein Infoblatt. Und das steht auf dem Rundfunkbeitrag Staatsvertrag noch drauf, eine Information. Das ist eine Frechheit. Und wenn ich ja frage, warum ist das so? Gebt doch mal Tacheles Antwort, kommt nur nichts Vernünftiges zurück, na nichts Greifbares. Ich hab damals nicht mal mit einer Unterschrift, gar nichts. Jetzt ist es ja nicht mal mehr GEZ. Ich war, ob ich in der gesetzlichen Grundlage arbeiten sehe, ich sage, Sie nehmen noch die BRD-Gesetze. Jetzt muss ich dazu sagen, die BRD-Gesetze sind juristisch erloschen. Ja. Bloß mal zur Information, die DDR ist weg, die BRD ist weg, wir haben Deutschland. Wurden Sie beauftragt von der ARD ZDF Deutschlandradio? Direkt von denen? Vom Beitragsservice. Kann ich einen Namen haben? Das wäre gut. Wer namentlich das beauftragt? Zeigen Sie doch mal den Vollstreckungsbescheid, was Sie vorhin gezeigt haben. Das ist meiner. Also. Ja, der kann doch Ihrer sein, aber ich will doch einen Namen haben. Da arbeiten noch tausend andere drin. Das ist mir doch egal. Da gibt es eine Nummer, dann kommt man ein Callcenter an und dann wird man verteilt. Ja. So ist das. Das ist ja nur eine Kinder. Doch, kein Name. Gar nichts. Also das Übliche. Das Übliche. Und damit sind sie wieder nicht greifbar. Ja. Es ist immer dasselbe. Nicht rechtsfähig. Ich schalte immer gegen eine Mauer. Immer gegen eine Mauer. Ich sag Ihnen gleich, wenn da keine Antwort kommt,
brauchen Sie hier nicht mal anzuklopfen. Ich werde nicht öffnen. Ich gehe in die Vollen. Ist klar. Gut. Auf Wiedersehen. Wunderschön dran. Und schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ich bleib da nicht mehr ruhig. Bestallungsurkunde, das kann man ja nicht sehen. Brauche ich nicht sein, Professor. Na gut, dann müssen wir halt wieder passieren. Also Herr Hilsner, es ist ganz einfach so, Bestallungsurkunden können nur von Körperschaften bzw. Staaten ausgestellt werden. Ansonsten heißt das Bestellungsurkunde. Was steht denn nun drauf auf dem Ding? Kann man das mal? Also ist es gefälscht. Das müssen Sie nur verwechseln, Ihren Eibeschwang. Ja, dann ist es. Ich habe einen Stempel von. Ja, dann ist es gefälscht. Ja, Sie können, das ist Ihre Rechtsauffassung. Ja, deswegen bin ich aber nicht hier heute. Ja, hast du da eine Kopie von dieser sogenannten Bestellungsurkunde? Selbstverständlich, allerdings. Es gibt keine Bestellungsurkunde. Riesisch. Haben wir ja auch geschrieben. Haben Sie geschrieben? Ich lese, ich habe gerade gesagt, ich lese. Lediglich eine Bestellung. Eine Bestellung innerhalb dieser Treuhandverwaltung, aber keine Bestellung. Ja, ist richtig. Hat auch der Herr Schäne gesagt. Na, eine Bestellung gibt es nur dann, wenn es ein Staat ist mit einem Staatsschlüssel und die Nichtregierungsorganisation wird in der UNO mit Null geführt. Also Nichtregierungsorganisation. Staaten haben generell Nummern. Also brauchen wir uns über Bestallung und Bestellung rein vom Rechtlichen gar nicht mehr auseinanderzusetzen. Das ist ganz einfach so. Sie wissen aber, warum ich heute hier bin. Weil ich ein Räumungsdelegierter bin. Ja, also, aber und wir haben hier einen Mietvertrag. Sie müssen mir noch keine Verwaltung machen. Ja, und wir haben hier einen Mietvertrag. So, dadurch, dass die Bestellungsurkunde hinfällig ist, weil es sowas gar nicht gibt, rein rechtlich, ist auch da der ganze andere Akt hinfällig. Ob da der Mietvertrag letztes Jahr ausgefüllt worden ist oder nicht, ist überhaupt nicht relevant. Ja, aber möglich. So ich kann nicht weiterreden, ich diskutiere mit Ihnen. Ja, so schaut es aus. Wenn man eine Rechtsmittel ich rufe jetzt die Polizeigewerkschaft jetzt an, sorry. Ich rufe einen schönen an. Also, rufen an. Weil das ist ja wohl das Allergrößte, dass hier im Prinzip Polizisten im Dienst benutzt werden, mit hinfälligen Urkunden bzw. Fälschungen. Also so geht's nicht. Ja, wollte ich jetzt sofort. Ihr drei, geh noch mal. Ach, das ist ja nur ein Zusatzvereinbarung von 2000 Euro. Was muss ich dann noch? Also so nicht. Da sollen wir eine Bestellungsurkunde vom Konsort vorlegen. Es gibt keine Bestellung. Kann ich nicht mitreden, wir sind ja angefordert worden, ja. Und wir müssen nicht verarbeiten. Nee, müssen wir. Ja. Es ist ganz einfach so, dass es im deutschen Recht ein Amtshilfeausrufen überhaupt nicht gibt. Das ist eine reine Erfindung vom Konstrukt. Und hier werden Polizisten im Dienst missbraucht. Polizisten sind dafür da, das Volk zu schützen und nicht Plünderungen zu unterstützen. Richtig. Früher hieß es immer Volkspolizei. Die waren fürs Volk da. Nee, das, was jetzt gemacht wird, ist Willkür. Ja. Nicht anders. Und was ich da noch zu sagen oder nicht, die behauptete Gerichtsverzieherin, die hat seit 2007, es gibt keine Polizei. Das ist Willkür, was hier gemacht wird. Das sagt auch ein Herr Schöne, euer Polizeigewerkschafter, der Herr Schöne. Euer großer Boss von der Polizeigewerkschaft.
Hallo. Magst du das gefunden? Nächste Ding, habe ein Link gerade zugesendet bekommen von TV Music. Danke dafür. Sehr interessant. Und zwar äußert sich hier ein Polizist. Das ganze Ding ist Deutsche Polizeigewerkschaft, also eine offizielle Seite der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und hier äußert sich ein Polizist zu den Problemen, die sie gerade haben, nicht nur Geltungsbereiche, sondern auch der Sparpolitik des Bundes. Da dort so gespart wird, dass die Jungs echt, die haben das Leben schwer. Also wir sollten denen das und nicht ganz so übel nehmen. Wir müssen Aufklärung betreiben und Hand in Hand arbeiten. Wir müssen die da irgendwie rausholen. Die sind da, denen jetzt ja nicht mehr gut. So, hoffe, die heißen mal Schutzmänner. So, jetzt kommen wir mal zum Dings. Also, ich mache den Link wieder rein hier. Deutsche Polizeigewerkschaft Sachsen, offizielle Seite. Und hier ist ein Polizist, der sich hier auf den Stellenabbau beruft und sagt, was ist hier los, es funktioniert all vorne nicht mehr. Und dann wird es hier unten interessant, und zwar laut Veröffentlichung des Bundes, Zitat dieses Polizisten, auf, ich will es nochmal sagen, auf der offiziellen Seite der Deutschen Polizeigewerkschaft von Sachsen, ja. So, Artikel 57, Änderung des Einführungsgesetzes der Strafprozessordnung. Also er beklagt hier nämlich, dass die Polizisten keine Rechtsgrundlagen mehr haben, auf denen sie richtig arbeiten können. Laut Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes 866 vom 24.04.2006 wurde mit dem ersten Gesetz über die Bereinigung vom Bundesrecht und vom 29.11.2007 mit dem zweiten Gesetz für die Bereinigung vom Bundesrecht unter anderem folgende Gesetze neu geregelt. Ich habe die Bereinigungsgesetze und das schon öfters in Für alles kein Gesetz mal gezeigt. Es gibt endlich Polizisten, die sich das durchgelesen haben. Und so wie es aussieht, sind es 25% der Polizei, die es verstanden haben. Lasst uns diese Jungs endlich rüberholen, zu anständigen Schutzmännern machen. Ja, ohne schlechte Gewissen amtlich tätig sein können. So, er beklagt ebenfalls, dass nämlich das Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung, Artikel 67 des Änderungsgesetzes, die Paragraphen 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der Bundesgesetzblatt Teil 3, Gliederungsnummer 312.1, veröffentlichten in bereinigten Fassung, zum letzten durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2005, Bundesgesetzblatt 1, Seite 2360, geändert worden ist, werden aufgehoben. Gesetz zur Einführung der Zivilprozessordnung. Erste Gesetz, Verweis aus Artikel 1 auf Artikel 49, geänderte Normen, 25. April 2006. Es sind noch mehr Paragraphen, EZ, Einführungsgesetz der Zivilprozessordnung, Paragraphen 1, Paragraphen 2, 13, 16, 17, 20, 9, 20, 22 neu und so weiter sind aufgehoben. Paragraph 1 aufgehoben. Artikel 57, den habe ich ja schon mal berichtet, die Ordnungswidrigkeiten. Es ist das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitsgesetz aufgehoben worden, nachzulesen im Bundesgesetzblatt 1, Seite 503. So, in diesen Einführungsgesetzen waren die Geltungsbereiche geregelt. Und nicht ich sage das, sondern das Bundesverwaltungsgericht sagt eindeutig, jedermann muss sein eigenes Verhalten darauf einrichten, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu können. Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. Bundesverwaltungsgericht 1792 DVBI 1964 147. So, dieses Urteil wurde noch mehrere Male nach bestätigt. Und jetzt kommt hier schönes Zitat von diesem Polizisten. Man fragt ihn, welches Gesetz gilt denn nun? Die ZPO, die Strafprozessordnung, die Zivilprozessordnung und das OWIG schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es anwenden könne. Auf welche Grundlage kann ein Vollzugsbediensteter agieren? Frage an den Vollzugsbediensteten. Der Polizist sagt dazu, ich weiß es leider nicht. Was ich jedoch sicher weiß, ist, dass Paragraph 839 und in den Folgen 823 BGB gelten, bürgerliches Gesetzbuch. Video von
eben das davor bitte gucken, bitte kein Paarland nehmen, sondern ein anständiges bürgerliches Gesetzbuch. Nun bleibt die Frage, wer kann den Anspruch durchsetzen und wo? Da diejenigen, die uns mit Sparpolitik und anderen Phrasen den Personalabbau begründen, ganz sicher wissen, wie die formularjuristische Situation aussieht, lässt zu der Frage kommen, warum dies alles mit welchem Hintergrund und zu welchem Nutzen passiert. Usurpation, habe ich auch schon mal erklärt, wenn man die Gesetze nicht zurückfährt, kann Deutschland nicht oder die Verwaltung hier mit der Oligarchie und den ganzen Banken, ich würde es nicht sagen, Idioten, Bankstern, nämlich nicht ihre Gesetze über den Rest Europa drüber stülpen. Und wie man schon jetzt gesagt hat, es gibt ja bald Hartz IV in ganz Europa, ne? So, für wen soll das denn gut sein? Im Übrigen wurde mit dem zweiten Bundesgesetz, zum Bundesministerium der Justiz, im Rahmen einer doppelten Verneinung zum Besatzungsrecht jenes wiederhergestellt. Also hier nochmal ganz deutlich, ich habe Angst. Das sagt ein Polizist dazu. Die Jungs haben Angst. Mann, Alter, und jeder, der mir jetzt nochmal schreibt, dass ich hier Mist schreibe, da lernt die Juristik. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir kriegen hier unser Land auf die Reihe. Viel Spaß im System. Euer Text, ciao. Ja. Das Problem ist ja, dass sie sich da mit dem Strafbar gemacht haben. Ne? Jetzt wird die Globalisierungspunkt, Paragraph 125, 126? Ja, 839. Ja? Vergiss nicht, Ben, du kannst mit der Tapete quatschen, da möchte Intelligenzquotient raus. Er kann den Sitz am Horizont anschlagen. Jetzt wirklich, haben Sie noch nie im bürgerlichen Gesetzbuch nach § 12 dürfte ich jetzt von Ihnen sofort den Ausweis verlangen, auch den Personalausweis nach Dienstvorschrift. Ja. Ist ein Dienstausweis nur ein Personalausweis vorzuschreiben? Wie wüsstest du darum? Das heißt, wenn Sie das nicht machen, dürfte ich jetzt eigentlich alle mal herhören, ja? Das heißt, wenn die sich nicht ausweisen, dürften wir eigentlich laut sagen, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Richtig. Ja. Das ist Ihnen bewusst? In Deutschland. Und ich sage Ihnen jetzt, hier sind Kameras an, das Volk guckt das. Ich habe 100.000 von Leuten, die das sehen werden in der nächsten Woche. Wir machen es öffentlich. In der nächsten Stunde. Also gleich bei YouTube und ja, allerdings. Genau so machen wir das. Genau. Dann wissen Sie, dass ganz genau, Sie YouTube, Facebook. Ja, machen wir ja. Machen wir auch. Sie sind alle im öffentlichen Dienst. Darum können sich nicht mal dagegen wehren, dass wir das machen, weil es nämlich alles so sein muss. Ja. Das Problem ist aber, guter Mann, ich möchte den Richter, ich möchte an diese Herren und Damen hier illegal so eine Sache machen. Das ist eine nette Plünderung, was hier gerade passiert. Der Mann hat immer seine Miete bezahlt, er gibt keinen Beschluss, er gibt nicht mal den Beschluss überhaupt. Er hat nicht mal Schulden. Er gibt keine Schulden, es steht 0,0 auf dem Zettel drauf, es hat keiner unterschrieben, keiner zeigt hier seinen Ausweis. Der Gerichtsvollzieher antwortet nicht auf die Briefe. Drei Richter haben die Sache abgewiesen. Das ist der Wahnsinn. Also, und im letzten Brief des Gerichts steht eindeutig, es wird nichts mehr entschieden. Bis von uns der Brief kommt, wonach dann die Richterin, die nächste jetzt Frau Doktor ist, am Amtsgericht Lichtenberg, denn die Sache einstellt. Die haben zu sich geschrieben, wann sie denn gerne hätte, damit sie denn sie einstellen kann. Aber es gibt leider ein Konsortium oder sowas, das nennt sich RUVOG, und da hängt nur noch die halbe Land Berlin drin, was nicht die Stadt Berlin ist. Und da das Land Berlin nicht gibt, weil es gibt keine Gründungsurkunde, die gibt es nicht. Ja, du hast ja auch Groß-Berlin. Na, für die AG ist leider nur Groß-Berlin, ja, hört sich komisch an, aber so ist es. Ich kann, bitte, lernen Sie das. Landgemeinde Groß-Berlin. Glauben Sie nicht mir, wirklich, glauben Sie nicht mir. Lesen Sie das selbst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie sind den Letzten, der die Hunde beißen in der Verantwortlichkeitskette. Ja. Weil Sie so viel Geld habt ihr nicht. Liebe Herr Dekker, bitte, Februar sagen Sie es bevor. Jetzt wissen wir bestimmt alle, nicht unterschieden, dass wir haben. Ja, na klar, zeigen Sie mir den mal. Die Chinesen aber auch mit allem zufrieden. Ja, zeigen Sie mir doch mal Ihren Haftbefehl. Zeigen Sie mir doch mal Ihren Haftbefehl. Sie haben hier schon mal was. Ausgefertigt, Justizangestellte und kein Richter unterschrieben. Viel Spaß. Ich fordere Sie auf zur Zahlung. Wenn der Richter das unterschreibt, gucken Sie mal nach Paragraph. Wie hat das Ding nach Zivilprozessordnung zu unterschrieben zu sein? Wir brauchen eine rote und das muss unterschrieben sein für den Richter. Zahlen Sie die Forderung? Geben Sie mir was Unterschriebenes, ein Rechtsmittel, was stimmt? Wenn Sie ein richtiges Rechtsmittel. Dann müssen Sie die eingestattliche Verrichtung abgeben. Sind Sie dazu bereit? Können Sie mich dazu verzwingen nach Artikel 383, 84, dass ich selber gegen mich aussage? Nein.
Nee, die können nicht so viel von. Du hast halt auch genommen, sie kann mich zu allem zwingen. Das ist Willkür. Herr Polizist, darf Sie bitte sich das angucken, dass es nicht unterschrieben ist? Ich habe mir das Rote angeguckt. Ach, wegen Geldschulden darf man auch nicht verhaftet werden, ne? Wissen Sie auch? Wir erzählen hier im Moment immer neue Sachen. Ja, das müssen Sie eigentlich wissen als Gerichtsvollzieher. Ja, das ist immer so. Ich meine, Sie handeln so nach Gesetzen. Dass Sie sowas immer besser wissen als die Gerichtsvollzieher. Ja, das ist komisch. Das wundert mich eigentlich auch. Andernfalls wird es als Fall in falschen Angaben gleich sein. Das ist drei Jahre in der Falle. Oh Gott, ach, wissen Sie was? Diese Drohung können Sie sich sonst wo hinstecken. Ich lasse mir auch nicht mehr drohen. Sie wollen sich auch gar nicht drohen lassen. Natürlich ist das eine Drohung. Das ist eine eindeutige Drohung, wenn nicht. Sie handeln so strafrechtlich und nicht ich. Sie werden jetzt mit dieser Vermögensauskunft eingetragen beim Zentralen Vollstreckungsgericht in Schleswig in der Schuldnerkartei. Sie können gegen diese Eintragungsanordnung, die ich hier mal treffe, Widerspruch binnen 14 Tagen. Erstmal Widerspruch werde ich sowieso nicht anleisten, wenn dann eine Zurückweise. Aber gegen die Eintragungsanordnung an sich wollen Sie keinen Widerspruch ein. Ich weise das zurück. Erheben, das können Sie entweder beim Protokoll der Geschäftsstelle machen oder schriftlich einreichen. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie auch auf den Widerspruch verzichten. Ja, tun Sie nicht. Gut, dann werde ich das. Unter Vorbehalt. Androhung von Gewalt. Androhung von Gewalt? Ja, das ist ein Androhung von Gewalt. Ja, habe ich auch. Von Gewalt, ja. Von Erpressung. Meine Unterschrift. Denn wenn ich das nicht mache, stecken sie mich an den Knast, ne? Also was ist das? Androhung von Gewalt und Erpressung, ganz einfach. Okay, ich soll jetzt unterschreiben, dass Sie mich aufgeklärt haben, ne, über die strafrechtliche, genau. So, okay, ich habe Sie jetzt auch aufgeklärt, aber Sie wollen das nicht unterschreiben. Nee, warum soll ich das denn unterschreiben? Weil Sie dazu verpflichtet sind. Warum bin ich dazu verpflichtet? Das ist ja eine eidesstattliche Versicherung. Zu unterschreiben. Warum soll ich das sagen? Was denn? Warum soll ich verpflichtet sein, das zu unterschreiben? Verpflichtet sind, das haben wir doch schon geklärt. Dann möchte ich gerne, dass Sie auch meine eidesstattliche Versicherung unterschreiben. Gleiches Recht für alle, oder nicht? Unterschreiben Sie das hier, dann unterschreibe ich auch meine. Ich kann ja nichts unterschreiben. Warum nicht? Das unterschreiben Sie mal. Ach, Sie sind kein Richter. Nein, das ist. Aber Richter dürfen das hier nur machen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Doch mal. Nein, das ist. Ach, Herr Hoffmann, das ist nicht früher mal gewesen, das ist immer noch gültig. Nein, das ist leider nicht mehr. Ach, Herr Hoffmann, Sie können mir ja viel. Belegen Sie mir das, dass das geändert worden ist. Zeigen Sie es mir. Wir brauchen doch jetzt nicht in die Gesetzgebung der ZPO hin. Warum nicht? Das ist mein Recht. Das ist mein Recht. Das ist mein Recht. Ich habe auch Rechte. Sie sollen ja durchaus auch Ihre Rechte wahrnehmen. Ja, das sehe ich ja hier. Aber Sie hätten ja das im ganzen Verfahren vorher schon drauf hinweisen. Hab ich schon. Ich habe Ihnen, ich weiß nicht, wie viele Briefe schon geschrieben. Ich habe den ganzen Behörden, das Amtsgericht, habe hier die Eintragung im Handelsregister. Ich wollte die Richterlegitimation haben. Kriege ich nicht. Nee, kriegen Sie. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil das sich alles aus der normalen ZPO ergibt. Und das ergibt sich nicht. Stellen Sie mal vor, ich bin jetzt eine ganz normale, unbescholtene Bürgerin. So, und ich habe von nichts eine Ahnung. Ich gehe zum Richter, ich möchte gerne Ihre Legitimation als Richterin haben. Und die gibt sie mir nicht. Wo ist da der Grund? Warum sollte sie die auch geben? Weil das ihre Pflicht ist. Ja? Wenn Sie ausgeben, Sie sind Richter, dann möchte ich das schriftlich haben. Ich gebe ja nicht auf, dass ich Richter bin. Nee, es gibt. Wenn Sie kein Richter sind, dann dürfen Sie das ja auch nicht machen, ganz einfach. Was denn? Wenn Sie kein Richter sind, dürfen Sie das hier auch nicht machen. Und wenn Sie es machen, dann ist das eine Urkundenfälschung. Schauen Sie doch mal in die ZPO. Da
die habe ich schon studiert. Sinne, das, genau, da steht Sinne, dass er Gericht vollzieht. Nein. Ist natürlich die alte Strategie. Nein, genau. Das ist nicht so. Also Sie verweigern jetzt, das hier zu unterschreiben. Man kann das ja gar nicht unterscheiden, weil ich überhaupt gar kein Richter bin. Nicht? Man kann das ja gar nicht unterscheiden, weil ich überhaupt gar kein Richter bin. Nicht? Man kann das ja gar nicht unterscheiden, weil ich überhaupt gar kein Richter bin. Nicht? Das wollte ich nur hören. Wunderbar. Okay. Gut. Super. So. Unterschreibe ich als Vorname, weil ich hier als Mensch bin und nicht als Sache. Unter Vorbehalt. Wegen Rechtstäuschung. Kunde, ja, dann geben Sie mir doch ganz einfach Ihren Führer. Nein, den kriegen Sie von mir nicht. Ich bin natürliche Person. Was sind Sie? Ich bin natürliche Person. Das könnte doch sein. Ja. Da haben Sie den Führerschein trotzdem auch. Nein, habe ich nicht. Ich bin Inhaber der Fahrt. Da steht es. Ja, was da steht, ist, weisen Sie sich bitte erstmal aus. Schalt mal bitte die Kamera an. So, ich weiß, Sie sagen, Sie doch finden, dass die Kamera mitlaufen wird. Weisen Sie sich bitte erstmal aus. Kann ich machen. Gut, ist in Ordnung. Also die Kamera da noch quer. So, ist das mal wieder ein Dienstausweis? Ich ja, möchte. Das steht da. Ja, Dienstausweis, schön. Ja. Ich möchte bitte Ihren Amtsausweis sehen. Was schon sehen? Ihren Amtsausweis möchte ich sehen. Amtsausweis gibt's nicht. Aber hundertprozentig gibt's den. Ihren Personal. Hier ist, habe ich, ich habe gerade die Geburtsurkunde, einen Personalausweis habe ich nicht. Ich bin dann die Rote gemeldet. Bitte schön, können Sie Einwohnermelde anfragen. Ich werde Reichsbürger. Schreiben Sie gerne alles auf, habe ich kein Problem mit. Ich brauche auch nicht rumzudiskutieren, ich erkläre Ihnen das nur. Ist ja die übliche Handhabe, die wir haben. Wie war dein Name nochmal? Wie war Ihr Name? Beide Namen? Verweigerung von Namen, Andrea, okay. Ja, vorgestellt. Ja, entschuldigen, ich habe nochmal mit. Ist in Ordnung, wir haben keine. Ja, ist in Ordnung, wir nehmen das Video auf, ich habe Sie drauf, nochmal drauf hingewiesen. Ja, ist in Ordnung. Wenn das nicht rechtens ist, wissen wir so. Dass das rechtens ist, das weiß ich hundertprozentig, keine Bange. Halten Sie, wie Sie möchten jetzt erstmal, ich werde Sie gar nicht hindern. Das können Sie. Habe ich auch nicht die Interesse dran. Sie sind ja auch eine Verwalter der alliierten Organe. Nee, da niemand dran. Ja, machen wir gleich dann nach Den Haag rüber. Alles schön per Videoaufzeichnung. Namen sind verweigert worden beim zweiten Mal. Die Dame hat gar nicht ihren Namen genannt, geschweige ihren Ausweis gezeigt. Weisen Sie sich nur mit Dienstausweise aus. Werden Sie dann jetzt in den nächsten zwei Tagen im Internet wiederfinden. Die Videoaufnahme. Tschüss. So, wer will noch einen Zettel, Protokoll führen? So, ja, nehmen Sie mal bitte Platz. Danke, ich halte nicht mit der Einladung nicht an. Ich werde mich nicht verstehen. Ja, bleibe ich auch. Und ich werde Sie jetzt darauf hinweisen, dass ich Protestbeobachter mitgebracht habe. Und die werden alles protokollieren.
dann eigenständig unterschreiben und dann mit einem Fingerabdruck signieren, damit die ganze Sache rechtens ist. Dann würden Sie mir bitte Ihren Vornamen sagen. Ich glaube nicht, dass ich das hier erstmal ein bisschen weiß, dass ich hier die Hand bin. Und jetzt möchte ich mal die Person einlösen. Dann gehe ich vor und dann kann ich irgendwann auch das Recht wieder was zu sagen. Und dann kann man gucken, ob das in dem Fall ist. Ich habe Ihre Schrift hier schon im Vorfeld und in dem Schrift deshalb nicht so ein Mittel, den man nicht finden kann. Doch, der ist im Internet und da ist es gibt aber ein Gesetz darüber, dass Sie mir das zeigen müssen. Im Original. Ich kann das zeigen im Original. Ja. Kann ich Ihnen gerne, ich habe das auch gut mitgebracht. Das ist das Gerichtsverfassungsgesetz, § 21, und zwar 21e, Absatz 0. Da steht das drin. Da steht das drin, wenn ich das vor. Sie werden ja Ihre Gesetze selber machen. Ach, Sie rufen sich das? Ja, wieso? Ich will mal sagen, Sie sollen angeblich die erstmal zum Feststellen, ist denn das überhaupt ein deutsches Staatsgericht? Sind Sie eine staatliche Richtung? Glauben Sie, dass ich nicht genannt bin? Können Sie das bitte zu Protokoll nehmen? So, jetzt ist aber gut, jetzt geben Sie mal Ihr Personal. Ja, wird diese Sache als Mensch gegen mich als Sache, gegen mich als Mensch oder als Person geführt? Das müssen wir erstmal festhalten. Das müssen wir hier erstmal. Und dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich legitimieren mir gegenüber mit Ihrem Amtsausweis. Ich habe keinen Amtsausweis und es ist auch nicht Pflichtkeit, das zu haben. Wenn Sie ein staatliches Gericht sind, schon. Ja. Wenn Sie für mich zuständig sind, müssen Sie einen Amtsausweis mir vorlegen. Dann können wir das ja so machen, ich habe hier eine eidesstaatliche Versicherung mitgebracht, dann können Sie die mir ja unterschreiben. Frau Peter, ich bin normalerweise eigentlich sehr. Bin ich auch? Den Eindruck habe ich nicht. Doch. Sie können, ich so. Weiß, Sie können gerne alle, ich Rechte, das Sie können gerne alle Rechte wahrnehmen, die Sie in der können Sie mir das hier unterschreiben? Ich unterschreibe das. Ja? Also die Richterin möchte mir den IP einstellige Versicherung nicht unterschreiben? Nein, das können Sie auch. Vielleicht können Sie bitte, kann ich bitte zu Protokoll nehmen? Und dann fasse ich zusammen, das GVG 16, muss Ihnen ja bekannt sein, ja? Ja. Nicht umzusetzen ist. Und somit verlasse ich hier als freier Mensch und als freie Person diesen Raum. Ich darf Sie belehren, wenn Sie gehen, finden Sie Ihr Hauptverhandlung ohne mich, dann sind Sie hier nicht an. Sie sind für mich nicht zuständig. Sie legitimieren sich mir gegenüber überhaupt nicht. Sie können den Selbstverteilungsplan den zeigen Sie mir, gehen Sie, dann zeigen Sie mir den bitte. Und Antwort mal vor. Und den Antwort. Ich brauche keinen Amtsausweis zu führen. Sie können gern. Nach welchem deutschen Recht gehen Sie denn dann? Wir können auch gerne, wenn Sie Bedenken haben, dass ich die bin, die ich sein sollte, und wenn mein Direktor, der Ausweis immer weiter, der kann mich identifizieren. Kann der sich per Amtsausweis ausweisen, der Direktor? Ich glaube, der Geschäftsführer von dieser Firma. Ich bin hier überhaupt etwas zu sagen, ja? Die Zuschauer, die haben sich in aller Regel ruhig gehalten. Ja? So. Und es ist die Möglichkeit für den Richter, einen Amtsausweis zu beantragen. Das ist aber keine Pflicht. Da ich hier am Gericht verhandle und wir einen Geschäftsverteilungsplan haben, bin ich legitimiert. Zweifel haben, kann ich, dass ich die Person bin, die ich sein sollte, wenn Sie meinen, hier sitzt nicht die Frau Engelmutter-Rippe, sondern die Frau Müller-Schneeweißchen, dann kann ich Ihnen auch einen Personalausweis vorlegen. Ansonsten ersehen Sie aus unserem Geschäftsverteilungsplan, dass ich diejenige bin, die hier zu sitzen hat. Kommen wir zum Artikel 3, dann legen Sie an sich da.
Den Richtereid habe ich abgelegt vor der Zuständigkeit. Sie haben darum nicht bei jeder Verhandlung, die öffentlich ist, den Richtereid abzulegen. Also muss ich ja davon ausgehen, dass das hier ein freiwilliges Schiedsgericht ist. Das ist kein freiwilliges Schiedsgericht. Sie legen ja noch den Richtereid ab. Ich habe den Richtereid abgeleitet. Sie müssen das vor jeder Verhandlung, das steht im Gesetz, Artikel 3. Warum halten Sie sich nicht an das Gesetz? Ich sage, wir können... Ich kann Sie nicht haben, ich kann Ihnen den zeigen. Ich kann Ihnen gerne vorlegen. Es gibt diese Berufspflichten, die mich ganz selbstverständlich treffen. Den Richtereid habe ich bei meiner Vereidigung abgelegt, der gilt für alle Zeiten. Also ich bin darauf auch nicht verpflichtet, vor jedem Angeklagten und vor jedem Betroffenen erneut den Richtereid zu treffen. Ich würde Sie bitten, dass wir jetzt zur Sache kommen. In der Sache so, ich habe die Ordnung zu mir geladen. Wenn Sie Zweifel haben, dass ich diejenige bin, die hier sitzt, kann ich Ihnen gerne meinen Personalausweis vorlegen. Im Übrigen habe ich hier unseren Geschäftsbeteiligungsplan verlinken. Daraus erkennen Sie, dass ich zuständig bin für Ordnungswidrigkeiten. In Ihrem Fall, in Ihrem Verfahren handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Diese Verfahren sind mir Kraft zur Geschäftsverteilungsplan zugewiesen. Sie sind ordnungsgemäß geladen. Ich habe die Sache jetzt aufgerufen, es ist 11 Uhr. Normalerweise können wir jetzt in die Sachverhandlung einsteigen. Wenn Sie nochmal Einblick in die Geschäftsverteilung nehmen wollen, können wir die gerne aufrufen. Ich kann Ihnen auch meinen Personalausweis vorlegen oder es kann mich der Herr Direktor identifizieren als Sie, Frau Herr Ripper, der den Geschäftsverteilungsplan gesehen hat. Gut, also, du kannst es jetzt zusammen. Sie wollen die Richtereid mit ablegen, Sie wollen mit die eidesstattliche Versicherung nicht unterschreiben. Und davon gehe ich einfach davon aus, dass das hier ein freiwilliges Schiedsgericht ist. Von was Sie ausgehen? Und ein freiwilliges Schiedsgericht muss von beiden Seiten akzeptiert werden. Und ich akzeptiere das nicht. Und deswegen fühlt sich für mich in keiner Gerichtsbarkeit für mich zuständig. Und deswegen werde ich jetzt den Fall verlassen. Ist dann Ihre Sache, ja. Was die Konsequenzen sind, die rechtlichen, das bestimmt dann. Ja? Ich denke, Sie werden gemäß nach UCC haftbar gehalten. Ja. Würde ich Ihnen nochmal alles geben. Ne? Alle miteinander. Okay. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Also du bist jetzt sowas von viel, das war da unter die Hände mal. Ja, die haben Arsch auf. Aber er ist nicht gemacht. Sie hat sich mit Ziegler angeschaut. Und sie hat, es ist eine Dame aufgetreten, die sich als Betroffene hat bezeichnen lassen. Das ist schon eine Dame, die sich mit Das lassen Sie weg. Ich kann auch Ordnungswidrigkeit dagegen sein. Und die finden dann statt, wenn ein Zeuge meint, der kann hier ständig sein. Abgabe des Richters. Zeuge wird da immer in Mörung aufkommen.
Protokoll. Wir haben Protokoll. Ja, wir haben ja alles gefilmt. Ist ja kein Thema. Ist ja alles aufgezeichnet worden. Ja, ja. Ja, klar, ist aber nicht. Der Gerichtsvollzieher Herr Stock hat sich angemeldet, liebe Leute. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie denn? Stock ist mein Name, Herr Plattner. Ja, Sie wissen ja, dass Sie kein Beamter mehr sind. Ihre neue GVO sagt ja eindeutig, Paragraph 1, aufgehoben. Sie können den Zutritt verweigern. Wir stehen unter dem Schutz des Deutschen Amtes für Menschenrechte. Ich habe Sie mehrfach aufgeklärt und Sie kommen immer und immer wieder. Ich war noch nie da. Sehen Sie, es ist gut, dass Sie sagen. Gut, Sie waren noch nie da. Sie haben sich aber mehrfach angekündigt, Herr Stock. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie nicht vollstrecken dürfen, weil Paragraph 22, 22a, 24... Das Amtsgericht hat entschieden gegen eine Erinnerung von Ihnen. Das Hessische Ministerium der Justiz ist eine eingetragene Firma, Herr Stock. Ich kann Ihnen das auch beweisen. Warten Sie bitte. Warten Sie, ja. Hier weise ich Ihnen nach. Das Hessische Ministerium der Justiz ist eine eingetragene Firma, bitteschön. Sie betreten hier meinen Grund und Boden, wissen Sie das eigentlich? Ja, das macht nichts. Ach, das macht gar nichts. Nee. Gesetze gelten nicht für Sie. Ich habe eine Zustellung für Sie. Die verweigere ich, Herr Stock. Gut, habe ich Ihnen zugestellt. Da Sie nicht auch zustellen dürfen, Herr Stock. Sie dürfen nicht zustellen, Paragraph 22, 22a, 24 aufgehoben. Sie sind eine Privatperson, Herr Stock. Also Gesetze gelten für den Herrn Stock nicht mehr. Also Leute, das sind freche Hunde, die glauben, in der Staatlichkeit unterwegs zu sein, sind aber nur Privatangestellte. Genauso wie die Polizei auch Privatpersonen sind. Das Hessische Ministerium der Justiz ist eine eingetragene Firma. Ihr könnt es selbst nachprüfen. Ihr braucht nur in Google einzugeben. UPIK Suche. Und dort gebt ihr Polizeipräsidium ein oder Hessisches Ministerium der Justiz. Ihr habt es dann schwarz auf weiß. Und könnt nachweisen, dass es sich hier um Privatpersonen handelt. Also, dies ist ein Aufklärungsfilm über die Machenschaften von Privatfirmen, die glauben, im Auftrag eines Staates unterwegs zu sein. Aber die Bundesrepublik war noch nie ein Staat. Sie wird es auch nie sein. Sondern sie ist eine Lagerverwaltung. Wir Deutschen befinden uns im Rechtsstand vom 31.12.1937, das kann jeder nachlesen. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Wirtschaftsverwaltung. Lest nach, Grundgesetz, Artikel 133. Okay. Also ihr habt gesehen, wie diese Typen frech, rotzfrech behaupten, sie seien im staatlichen Auftrag unterwegs. Auf geht's! Wo steht's? Nee, es steht nur ein Foto! Auf geht's! Geht raus! Auf geht's! Raus! Hier, guck mal hier, schön gefilmt aus! Heute Abend bei YouTube! Wie geil ist das denn? Raus! YouTube doch raus! Vielen Dank! Danke! Danke an Nazis! Ja,
heute Abend oder so. Sind das mal drin, genau? Ja. Möchtest du auch eine rein? Nee, aber keiner von Rollen. So ein Nazi, ein typischer Nazi. Solche Nazis, ey. Komm, schalt mal die Tür auf. Was ist das, wenn Nazis? Hier, das Tester an, hier. Gehen Sie jetzt raus. Hier, da kommt drinnen. Hier, die war handgreiflich. Hier, Handhammer seid ihr! Handhammer seid ihr für dieses System! Was wollt ihr zur Presse übergeben? Wir haben eure Rücksicht doch alle drauf. Ich habe euch zur Presse jetzt übergeben. Ja? Und das war schon das Strafe von Juden. Wenn ich doch gar nicht wisst, privat, wo ich da wohne, dieser Arsch. Auf Wiedersehen. Privat, ich bin hier bei Ihnen. Ich bin hier bei Ihnen. Genau! Danke! Nur die Dummen lachen in so einem Moment. Nur die Dummen, ja. Vielen Dank für den Buch, danke. Lassen Sie die Tür bitte. Die kennen die gar nicht, die Asse da drinnen. Abbruch jetzt. Nein. YouTube, könnt ihr euch angucken. So, kann man die am Tisch? Ja. Okay. So. Ja, Moment. Das ist der Vollstreckungsauftrag. Okay, das ist ein Duplikat von? Von dem Vollstreckungsauftrag. Ich sehe keine Unterschrift. Muss es auch nicht. Doch, das muss es. Von der Kosteneinziehungsstelle nicht. Die Vollstreckung läuft nach der Justizbeitreibungsordnung. Nach der Justizbeitreibungsverordnung. Läuft die Vollstreckung von Kosten, die, ja, Kosten oder Strafen oder Bußen, ja, bei der Justiz. Okay. Dann möchte ich Sie hier gerne aufklären. Dann klären Sie mich doch auf. Sehr gerne. Haben Sie schon von den Bundesbereinigungsgesetzen gehört? Von was denn? Von den Bundesbereinigungsgesetzen. Nein. Okay, also im Zuge der Wiedervereinigung. Ach, so eine Sache. Ja. Artikel 23 wurde gestrichen. So eine Geschichte. So eine Geschichte? Hm, ist gut. Was heißt das jetzt? Ich nehme das als Widerspruch auf. Nö, also wenn er nicht als Zurückweisung, dann Widerspruch geht ja nur, wenn auch ein gültiges Gesetz herrscht. Und das herrscht ja anscheinend nicht. Eine Bestellungsurkunde haben Sie sicherlich auch nicht, oder? Also Sie kennen sich anscheinend aus, also ich brauche Sie gar nicht mehr aufzukennen. Ich glaube noch nicht, dass ich dazu was sage. Also. Wieso nicht?
weil das Kokolores ist. Also das Bundesjustizministerium hat die Rechtmäßigkeit der Bundesbereinigungsgesetze bestätigt. Mhm. Gut. Wenn Sie der Meinung sind. Nun, es geht ja nicht um eine Meinung, das ist also keine Auslegungssache, ne? Ja, dann sind wir so schlecht ausgebildet. Tut mir leid. Ja, so nach § 63 und Beamtengesetz sind Sie dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit Ihrer dienstlichen Handlung zu tragen. Ja, das ist richtig, wenn ich Bundesbeamter wäre. Sie sind kein Beamter? Ich bin kein Bundesbeamter, sondern Landesbeamter. Okay, dann ist es macht jetzt welche? Dass wir nach dem Landesbeamtengesetz tätig sind. Aber das spielt für die Vollstreckung überhaupt keine Rolle. Schlicht und ergreifend. Naja, aber Sie berufen sich doch auf die ZPO. Allerdings. Und laut Bundesbeleidigungsgesetz 2006 und 2007 wurde die ZPO aufgehoben. Also das Einführungsgesetz dafür. Ja, das mag ja sein, das Einführungsgesetz, aber die Zivilprozessordnung lebt fort. Also. In welchem Gebiet denn? In dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Und das wurde damals im Artikel 23 des Grundgesetzes definiert. Tschüss. Also das ist unglaublich. Schönen Tag noch. Frau Bramann, geht das hier schon wieder los? Wollen wir nicht mal so vernünftige Leute unterhalten? Sie brauchen mich nicht groß vorstellen, Sie wissen, wer ich bin, ne, Herr Bramann. Also vor 2 Jahren haben Sie sich hier als Gerichtsvollzieher ausgegeben. Genau, das bin ich. Darf ich noch gerne meinen Dienstausweis sagen? Er hat sich hier benommen. Herr Bramann, nun lassen Sie das mal sein. Wollen wir die Kamera ausmachen? Nein, die lassen wir ein. Ja, dann auf Wiedersehen. Dann lassen wir was anderes anfangen. Ach ja, und Hausverbot habe ich dem guten Mann auch erteilt. Scheint er sich auch nicht dran zu halten. Paragraph 201 es SGB. Es gibt keinen Paragraphen. Hier ist der Gerichtsvollzieher. Das wird von hier hin, bitte. Nee, ich setze mich hin hier. Nein, Sie setzen sich hier hin. Das müsste ich auch. Das ist meine Wohnung, Sie setzen sich hier hin. Komm, Sie können mich gerne rausschmeißen. Ich hab das ja gerne, ich hab das hier halt auch. Gut, dann setzen wir es da hinten hin. Das ist kein Thema. Herr Bramann, ich trete da gleich gegen die Kamera. Aus Versehen, ne? Verstehen Sie, was ich meine? Dass ich das alles drauf habe. Ja, naja, eben, was meinen Sie? Ich habe keine Angst vor einer Kamera. Hier gibt es nichts mehr. Das ist aber gut, mein Lieber. Eigentlich ist man recht, Herr Braumann. Natürlich, ich werde jetzt mit einem Durchsuchungsbeschluss wiederkommen. Wie Paragraph, nicht? Sie wissen sich da besser aus, kennen Sie sich des Grundgesetzes das vorschreibt. Dann wird Ihre Mutter, dich nehme ich an, die sein wird, Angst haben, wenn hier 3 Polizeibeamte. Meine Mutter ist Ihr Pflegefall und die lassen Sie bitte aus dem Spiel, ja? Ja, aber wir müssen doch, ich muss Sie darauf vorbereiten, wenn hier die Polizei aufkreuzt, um Sie
zur Raison zu bringen. Was meinen Sie, das würde doch Ihre Mutter sicherlich nicht gut bekommen. Tja, das war der kurze Besuch des Gerichtsvollziehers. Sie haben einen Amtsausweis? Bitte zeigen Sie es. Kannst du das filmen? Das ist ein Dienstausweis. Der zeigt uns nur, dass Sie da angestellt sind. Ja, Sie haben keine Legitimation. Oder wir denken das, weil Ihr Arbeitgeber zwangsvollstreckt ist seit Dezember 2012. Ja. Das Gericht und die Polizei sind Unternehmer. Aber das ist eine Privatveranstaltung und ja, deshalb bitten wir Sie zu gehen. Ich habe den Auftrag, der kriegt man nicht zu nehmen. Ja, aber Sie können sich nicht legitimieren. Nein, Sie sind angestellt. Mein Dienstausweis, was er gesagt hat. Ja, das Gericht funktioniert dann auch. Kein Amtsausweis. Sie sind ja in einem Unternehmen angestellt. Das heißt, Sie haben ja keine delegierte Macht, etwas aufzuführen. Selbstverständlich, das Gericht ist mir selbstverständlich. Wer gibt Ihnen diese? Das Gericht. Ja, aber das Gericht ist doch ein Unternehmen. Ich habe über Auftrag. Ja, aber das Unternehmen ist zwangsvollstreckt. Haben Sie sich noch nicht informiert, was da passiert ist im März 2013? Entschuldigung, aber ich warte auf Ihren Trittmann. Ja, Sie können hier gerne warten. Ja, das Hotel ist ja Ich wollte eine schöne Veranstaltung machen und ich will die Veranstaltung ja nicht stören. In diesem Sinne. Inwiefern wollen Sie sie stören in dem Sinn? Dann. Ja, aber Sie haben keine Legitimation. Ich habe den Ausdruck. Ich habe den Ausdruck. Ich habe den Ausdruck. Aber Sie verstehen die Frage, Ihre Legitimation können Sie nicht vorweisen. Ich habe mich ausgewiesen als Gerichtsvollzieher, das ist klar. Ich ausgewiesen als Gerichtsvollzieher, das ist klar. Es ist erledigt. Das Dienstausweis angestellt in der Firma Gericht. Keine Legitimation. Ganz einfach. Sie können sich gerne privat aufhalten, ja, weil Sie sind für uns eine Privatperson. Ja. Sie sind eingeladen, auch dazu zu lassen. Ja, ich lade Sie wirklich beide wirklich ein, zuzuhören. Es ist ganz, ganz interessant. Ich brauche einen Friedmann. Ja, dann warten Sie gerne hier, ja, weil dann sind wir ja Ihre falschen Ansprechpartner. Danke, ja. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Gut. Dann ist das geklärt. Wir sind ja nicht die Ansprechpartner. Guten Tag. Sie sind der Herr Ludwig. Kanner ist mein Name. Sie sind der Herr? Ihr Rechtsvertreter, oder? Hier nochmal mein Ausweis. So sehen, wer ich bin. Deutsche Amt für Menschenrechte. Kommissar des ICR. Damit Sie wissen, mit wem Sie reden. Schön, könnte ich Ihnen Ausweis bitte auch nochmal sehen? Ja, Sie können. Mein Name ist Jakob. Ich bin die Gerichtsvollzieherin beim Amtsgericht. Dürfte ich nochmal sehen? Nee, in der Hand kriegen Sie den definitiv. Nö, gucke einfach nur so, dann ist ja noch. Hier ist mein Dienstausweis. Ne? Ich kann da aber nicht drauf erkennen. Sie können meinen Leon bitte auch haben? Ja, Sie können den Jakob in die Hand nehmen. Kommissar für Menschenrechte? Sicherlich. Nicht sicherlich, da steht das. Heike Jakobs, alles klar. Gut. Frau Jakobs, alles klar. So, und Sie möchten eine öffentliche Verhandlung eröffnen zur Erzwingung der eidesstaatlichen Versicherung von dem Herrn Ludwig? Na, selbstverständlich, machen wir das.
Das sind Justizbeamte? Hm? Bedienstete. Justizbeamte, die haben erzeugen, weil sie vom Amtsgeführer sind. Ne? Hm? Kein Problem. Darf ich diese Sitzung hier mit der Kamera aufzeichnen? Nee, müssen Sie nicht. Die eidesstattliche Versicherung ist ein nicht öffentlicher Termin. Ist es denn eine... Und ich untersage Ihnen jegliche Aufnahme. Im öffentlichen Dienst untersagen Sie das? Es ist ein nicht öffentlicher Termin. Sie dürfen aber nur öffentliche ZPO. Einmal. Gut, dann sage ich Ihnen auch noch einmal. ZPO 383 384, Sie sind im öffentlichen Dienst, Sie dürfen öffentliche Verhandlungen eröffnen. Und die Erzwingung der eidesstaatlichen Versicherung als Nichtrichter nach 101 Grundgesetz ist ebenfalls nicht gesetzeskonform. Sind Sie Gerichtsvollzieherin oder sind Sie Gerichter, Richter? Wir haben ja die freiheitliche demokratische Grundordnung in diesem Land. Das nennt sich Gewaltenteilung, die ist ganz wichtig. Sie haben doch ein Amtsgericht. Warum holen Sie denn nicht einen Richter, der das macht? Nach 101 Grundgesetz, bitte. Da hören Sie einfach nicht zu. Ja, ich höre Ihnen zu. Ich werde ja auch mit Ihnen nicht darüber diskutieren. Das sind Ihre Gesetze an. Halten Sie sich bitte an Ihre Gesetze. Gerichtsvollzieherin. Genau, Vollzieherin. Gerichtsvollzieherin. So, und was haben wir? Gewaltenteilung haben wir. So, und was machen Sie hier bitte? Was machen Sie? Ist das eine Verhandlung, die Sie jetzt eröffnen zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung von dem Herrn Ludwig? Also Sie eröffnen jetzt hiermit eine Verhandlung als Nichtrichterin. Als Nichtrichterin? Die staatliche Versicherung ist dem Gerichtsvollzieher zugewiesen. Als? In der ZPO nach. Ja, 383, 384 kennen die sehr gut und nachdem darf der Herr Ludwig nicht gegen sich selbst aussagen, das wissen Sie auch. Und das wird er auch nicht tun, davon tun wir Sie jetzt in Kenntnis setzen. Das ist ja sein Liebesrecht. Ja, das muss ich ihm auch als Kommissar für Menschenrechte sagen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat es in 17 Punkten der BRD angemahnt. Sie kennen Ihre Gesetze, ich möchte Sie bitten, sich an Ihre eigenen Gesetze zu halten. Das sehe ich nicht so. Sie machen gerade die Gewaltenteilung kaputt. Und das nennt sich Hochverrat. Sie sind Herr? Karna ist mein Name vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte. Mit K oder mit C? Mit K. Kaufmann Anton Richard Nordpol Emil Y. Ach, nein. Ja. Vorname nochmal bitte? Benjamin. Hier haben Sie nochmal meinen Ausweis. So, und dann hätte ich gerne von Ihnen eigentlich noch eine Bestallung gesehen, dass Sie bestallt wurden von einem Amtsgericht. Und so eine Bestallung, gute Frau, sieht so aus. Ja. Nee, nicht sicher, ja, können Sie ja nicht kennen, weil Sie sowas nicht haben, da Sie nur Behörden haben, nach 133 Verwaltung, Artikel 133 Grundgesetz, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Das wissen Sie aber. Dass Sie hier gerade gegen Gesetze verstößen, darauf mache ich Sie jetzt aufmerksam. Das können Sie gerne machen. Völkerrecht, ich weiß, dass Sie nicht... Hören Sie mir bitte kurz zu. Ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen und dann können Sie alles erzählen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen in Völkerrecht Bildungslücken fehlen, was Sie nicht gelernt haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich Ihnen helfen kann, diese Völkerrechtsverletzung jetzt nicht zu tun, damit Sie sich nicht strafbar machen müssen. Ich bitte Sie, mir zuzuhören und sich mit dem Völkerrecht auseinanderzusetzen. Und Sie wissen auch ganz genau, dass Bundesrecht über Landesrecht geht und Völkerrecht über Bundesrecht geht. Das heißt, Sie reden gerade mit einer internationalen Amtsperson. Das ist auch ein Amtsausweis. Gucken Sie sich das bitte nochmal an. Sie sind eine Amtsperson. Schauen Sie sich bitte, also ich sehe, dass Sie das überhaupt nicht lesen, was ich Ihnen vorlege. Dann hätten Sie diese Frage gerade nicht gestellt. Nee, ich muss Sie doch aufmerksam machen, dass Sie Gesetze bitte nicht, Gesetze verstoßen hier. Dann nehme ich den Herrn Dings mit. Er ist, wie gesagt, erschienen, wie auf Ihrer Ladung auch zu sehen ist. Wenn er nicht erscheinen sollte oder sich nicht äußert oder was auch immer, er ist erschienen. Des Weiteren frage ich mich, wie Sie einen Haftbefehl bitte machen möchten. Den mache nicht ich, den macht der Richter beim Amt. Gut. Im Auftrag. Ja, ja, im Indien, so sollte das sein. Ja, so steht es nicht auf Ihrer Einladung. Da steht, dass Sie das denn machen. Nee, das steht nicht. Und da bräuchten wir auch Richter nach 101 Grundgesetz. Und wir bräuchten, Momentchen mal, wir bräuchten erstmal, Sie können nicht amtlich tätig sein mit einem Dienstausweis. Sie haben genauso einen Dienstausweis. Jetzt einfach mal. Okay, gut. Ja, Sie haben recht. Entschuldigen Sie bitte. Das kommt drauf an, wenn Sie irgendwas Falsches von sich geben, muss ich dazwischen gehen. Das tut mir leid. Wissen,
Das tut mir leid. Nee, wenn Sie was Falsches meinem Mandanten sagen, muss ich dazwischen gehen. Wie nein? Wenn Sie etwas Falsches sagen, muss ich Ihnen die Wahrheit sagen. Reden Sie, dann werde ich das ja sehen, was Sie von sich geben, ob das stimmt oder nicht. Über Mediakranken, wo er schon, wo ja schon Teilzahlungen, mir bekannt, viermal Abstellungen hat gemacht, direkt an den Anwalt aufgelegt. Sind danach noch irgendwelche Zahlungen an den Anwalt geflossen? Nachdem ich gemerkt habe, dass diese Zahlungen nicht akzeptiert werden, habe ich die Zahlungen eingestellt. Wieso nicht akzeptiert werden? Wegen Ihrem Schreiben? Nein, Sie haben ja die Zahlung direkt an den Anwalt geleistet. Haben Sie meine Frage jetzt, ob Sie nach diesen 4x200 unter Umständen, von denen ich keine Kenntnis habe, andere nochmal Zahlen unter Umständen an den Anwalt was bezahlen? Ja, habe ich die, nach diesem Schreiben die Zahlung eingestellt. Also ich verbrenne ja nicht mein Geld. Fakt ist, dass ich zahle. Nee, Sie haben im Januar die letzte Zahlung geleistet und das Schreiben ist ja viel später. Da kam ja vorher schon was. Mhm. Und bezahlen können Sie und wollen Sie nicht weiter. Wer möchte? Muss ich Sie jetzt definitiv fragen. Sie möchten nicht. Ich bin zahlungswürdig, aber nicht in der Höhe. Es ist mir nicht möglich, wie es gefordert wird. Wir fordern den Gesamtbetrag. Mhm. Das ist nicht möglich. Des Weiteren fehlt das Gesetz. Eine Ratenzahlung für den 6 Monaten? Ich habe eine Ratenzahlung angerufen, das kam alles über meinen Anwalt und das war 200 Euro monatlich, plus die laufenden Beiträge. Mhm. Mehr geht nicht, das muss akzeptiert werden. Fertig. Ratenzahlung über 6 Monaten nach Paragraph 900 ZPO sind möglich. Sieht nur nicht so aus. Gut, dann ist es diese eine Antwort, die Sie gegeben haben. So, und als weiteres hat ja jetzt schon der Herr Karney erklärt, dass Sie weiterhin dann nicht unter Vorlage dieses Schreibens hier, was ich jetzt zur Akte mitnehme und mit vorlegen werde, dem Verschreibungsbericht, also nicht bereit sind, die einstattliche Versicherung abzugeben. Das hat er soweit erklärt und davon dabei bleiben Sie auch noch. Okay. Ich denke, ich sehe ja bei Strick und springe runter. Außerdem fehlt Ihnen das Gesetz nach Artikel 19 Grundgesetz. Da steht zweimal muss, zwingendes Zitiergebot nennt man das. Und das fehlt bei Ihnen regelmäßig. Übrigens sind Schriften mit dieses Schreiben ist maschinell erstellt und damit gültig nichtig. Verwaltungsverfahrensgesetz, § 44 Absatz 2. Auch an Ihre Verwaltungsverfahrensgesetz müssen Sie sich trotzdem halten. Das wissen Sie aber auch. Das ist uns eigentlich am internationalen Recht so völlig egal. Weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und dass Sie nette Herren dazu missbrauchen für Ihre illegalen Sachen, finde ich wirklich... Ja. Sie sind Zeugen damit. Sie werden hier missbraucht. Das können Sie sich ja nicht vorstellen. Das ist, entschuldigen Sie bitte, ich habe niemanden beleidigt. Das ist eine Tatsache. Die BRD GmbH missbraucht ihr Dienstpersonal, um die Menschen hier zu berauben und hier Sachen einzutreiben, wo ihnen die Gesetze fehlen. Da wollen wir mal jetzt mal schön die Kirche im Dorf lassen, ja? So. Und das sauge ich mir nicht aus den Finger, das sind ihre eigenen Gesetze. Erstes und zweites Bereinigungsgesetz für Bundesrecht. Das kennen Sie aber auch. 2007, 2009. Oder was denken Sie, warum das Arbeitsamt nicht mehr Arbeitsamt heißt? Das heißt jetzt Arge. Wir haben nämlich keine Ämter in einer Verwaltung nach 133 Grundgesetz. Das wissen Sie aber ganz genau. Ich finde es nur sehr traurig, was man hier machen muss, dass man Ihnen das erklären muss, so eine Sache. Aufgrund der Verweigerung der Abgabe der elterlichen Versicherung, neben des Schreibens, was Sie überreicht haben, Ihre öffentliche Selbstanzeige, Erklärung zum Personenstand, was ich jetzt hiermit zur Sonderakte hinzugebe, und hinzunehme, wird der ganze Vorwand hier verschwendet. Zur Entscheidung über die Verweigerung. Gut. Sollte dann... Und dann fällt es noch ein Schreiben, was Sie damit eingereicht haben. Und dann entscheidet der Richter dafür.
Und der ist anstellender Richter nach 101 Grundgesetz, ja? Wie machen Sie ihn bitte ohne den Paragraph 15 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der übrigens lauter alle Gerichte sind Staatsgerichte? Den gibt es nicht mehr. Wie Sie dieses Kunstwerk anstellen? Ich rede mit Ihnen nicht. Das ist klar, dass Sie mit mir nicht reden, weil Sie mir ja nicht antworten können. Sie sind gar nicht in der Lage, juristisch sich mit mir zu unterhalten. Wir gehen jetzt, wir sind fertig. Okay, gut. Das. Sie können gar kein Protokoll machen. Sie dürfen überhaupt nur, wenn denn, öffentliche Verhandlungen eröffnen. Und als, das als Richter. Richtig, Sie sind im öffentlichen Dienst. Wie machen Sie denn nicht öffentliche Verhandlungen? Als Nichtrichter im öffentlichen, oder als Gerichtsvollzieher, Sie machen gerade, Sie nehmen gerade die Gewaltenteilung auseinander. Hochverrat nennt man bitte. Sie bekommen übrigens denn einen Brief vom Deutschen Amt für Menschenrechte. Mache ich Sie darauf aufmerksam? Ja, und heute Abend. Sie wissen ja nicht, was Sie da gerade anstellen. Meinen Sie, Sie sind die erste Gerichtsvollzieherin? Weil wir rufen Richter jede Woche an und fragen, wie wir das Problem jetzt lösen. Wollen wir denn nicht miteinander kommunizieren und Sie wenigstens versuchen, das zu verstehen? Damit haben wir die Ratenzahler zum Beispiel angeboten, die er nicht annehmen will. Sie bieten eine Ratenzahl. Sie haben doch überhaupt gar keine Gesetze nach Artikel 19 Grundgesetz. Das ist übrigens, ist das hier ein öffentliches Gebäude. Ich bezweifle es. Ja, aber Sie. Hier haben wir das Hausrecht. Ja, das stimmt allerdings. Schade. 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 Wirklich schade. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und lernen Sie mal Völkerrecht. Ach Mann, ey. Sie glauben das, Jani, gehen Sie mal auf YouTube. Also wir sind wöchentlich auch bei den Botschaften und haben halt mit der Russischen Föderation zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, was hier rechtlich los ist. Und Sie haben leider auch nur einen Dienstausweis in der Tasche. Das wissen Sie selber. Ich finde, tut mir leid, ich finde die Sätze nicht, ich finde das nicht lustig. Ich finde es sehr traurig, was Sie hier machen. Und auch Sie haben nur einen Dienstausweis, ne? Haben Sie schon mal einen Amtsausweis gesehen? Möchten Sie mal einen sehen? Momentchen mal, Sie lachen gerade über UN-Resolution 217a, die Menschenrechte. Der Mann hat es gerade angedeutet und über eine europäische Amtsperson sich totzulachen hier. Oder Sie haben alle nur Dienstausweise und auch keine Amtsausweise. Lernen Sie bitte die Gesetze. Ja, ich habe mich an die. Nee, das tut mir leid. Sie, das ist hier ein Gebäude von Deutschland und nicht der BRD GmbH. Und das werden Sie lernen, und zwar in den nächsten 2 Jahren. Tschüss. Kriminelle sind Menschen, die die Gesetze nicht einhalten übrigens, ja. ZPO 383384. Es ist illegal, wenn man als nur Richter dürfen sowas machen. Nach 101 Grundgesetz. Das wissen Sie doch alle. Sie machen sich hier strafbar. Das geht ja nicht mehr klar. Ich muss Ihnen auch trotzdem Druck machen. Seid ihr gerade rausgeflogen? Ja. Okay, echt? So. Alles klar. Jetzt kommt natürlich auch alles schön auf YouTube, das Ganze. Geht auch dann wieder natürlich an den ICRR. Ja, guckt euch das an. Die können nicht antworten. Sie benutzen Gesetze, die es nicht mehr gibt. Ja. Naja, was soll man sagen? Lernt, Leute. Ciao. Was heißt das? Was dürfen Sie? Wenn Sie Vollziehungsbeamter wären, was dürften Sie? Wie meinen Sie jetzt, was ich darf? Weshalb sind Sie hier? Wer sind Sie denn überhaupt? Wir sind die Zeugen. Wir sind die Zeugen. So viele? Ja. Okay, cool. Also die öffentlichen Träger, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Ähnliches, die können kostenfrei durch den Bund vollstrecken lassen. Diese Aufgabe übernimmt im Bund das Hauptzollamt. Okay. Das heißt also, diese öffentlichen Träger, in diesem Fall die DRK, erteilt dem Hauptzollamt einen sogenannten Vollstreckungsauftrag. Und das Hauptzollamt ist rechtens, also hat das Recht zu vollstrecken. Ja. Warum? Das ist so geregelt im Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Okay. Wissen Sie, dass das nicht existiert? Was existiert nicht? Dieses Gesetz existiert nicht. Das ist nicht rechtens. Das ist ungültig. Das ist ungültig. Das gibt es nicht mehr. Und ich würde Ihnen gerne was vorlesen. Das ist ein richterlicher Beschluss aus Den Haag von 2012, der besagt,
dass die Firma BRD, das ist ja eine Firma, die Bundesrepublik Deutschland, gar kein Recht hat, Sie zum Beispiel zu beschäftigen oder Ihnen die Aufgabe zu erteilen, weil es Unrecht ist. Und das würde ich Ihnen ganz gerne vorlesen. Ist ganz kurz. Sie gehören zu, ich weiß jetzt den Ausdruck nicht, Sie gehören zu dieser Gruppe, die die Bundesrepublik als solches nicht anerkennt. Nee, das ist keine Gruppe, die die Bundesrepublik nicht anerkennt, sondern das ist der Gerichtshof, der Internationale in Den Haag, der beurteilt hat, 2012 im Juli, dass die BRD kein Rechtsstaat ist. Das ist der Internationale Gerichtshof Den Haag. Das Gerichtsurteil habe ich hier. Das kann ich Ihnen vorlesen. Das brauche ich nicht. Aber das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Denn Sie haften ja privat, das wissen Sie ja nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das wissen. Hier sehen Sie den Beschluss aus Den Haag. Und hier steht, das ist der Paragraph so und so. Und hier besteht das Urteil von Den Haag. Vom 3.2. ist das, bestätigt die Zuständigkeit des Deutschen Reichs und nicht die Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Finanzagentur GmbH. Das ist der Gerichtsbescheid, hier steht das. Wobei die vermeintlichen BRD-Ämter, Behörden, Dienststellen, Gerichte und Verwaltungen eigene Umsatzsteuern haben, von daher keine Rechtmäßigkeit besitzen, da sie Firmen sind. Und das Urteil besagt, hier ist die Urteilsnummer, durch Verfassungswidrigkeit des Wahlgesetzes ist seit 1956 kein verfassungsgebender Gesetzgeber am Werk und damit sind alle BRD-Forderungen eine private Forderung. Eine Finanzierung von Kriegsgebaren über vermeintliche unter anderem Kontofändungen, Zahlungen wegen Ordnungswidrigkeiten, Strafbefehlen, Grundbesitzabgaben, Zwangsvollstreckung, Steuerabgaben und so weiter erfüllt den Strafbestand des Betruges und des Landes- und Hochverrates, des Verfassungsbruchs und somit der offenkundigen Volksverhetzung. Das Urteil aus dem ISTGH Den Haag vom 3.2.12 bestätigt die Zuständigkeit des Deutschen Reichs, die Zuständigkeit des Deutschen Reichs und nicht die Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Finanzagentur GmbH. So sind auch alle Regierungen, das ist das nächste, durch die Regulierung des OPPT seit 2012 offiziell und rechtswirksam zwangsvollstreckt. Dieses ist ein Urteil aus Den Haag. Das haben wir nicht als Gruppe beschlossen, sondern das ist rechtskräftig. Es ist wichtig, dass Sie das wissen. Denn wie gesagt, Sie handeln privat und Sie bekommen von uns allen eine Kulanzmitteilung, eine sogenannte CN, die wir einklagen können. Das heißt, wenn Sie da weitermachen, bekommen Sie, Sie werden durch die Kulanzmitteilung aufgeklärt. Wenn Sie mal weitermachen würden, würden Sie eine Rechnung bekommen, die gewisse Kriterien aufzeigt und diese Rechnung wird immer höher, je nachdem, wie Sie es dann eben handhaben. Haben Sie davon eine Kopie für mich? Sie bekommen das alles. Sie haben das alles selber unterschrieben und Sie bekommen das. So, das ist wichtig, Herr Dankert, dass Sie einfach informiert sind. Informiert sind. Und Sie können sich entscheiden. Das, was Sie jetzt tun, sollten Sie lieber nicht tun. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich nehme die Kopie mit. Gerne. Ich schicke den ganzen Vorgang zurück an meinem Hauptzollamt. Das ist richtig. Wir haben ganz viele hochdotierte Leute, die sich damit auskennen. Genau. Und die werden dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Richtig. Ja. Und das möchte ich Ihnen schenken. Ja, das steht. Dankeschön. Okay. Danke. Da ist jetzt alles drin begründet, da ist alles drin. Warum Sie jetzt keine Angaben machen wollen, mich nicht reinlassen wollen und gut. Genau, da ist alles drin, mehr brauchen Sie nicht. Herr Dankert, vielleicht noch an der Stelle ganz wichtig ist, dass es dient Ihrem Schutz. Ja, Sie werden zwar von den sogenannten Institutionen geschickt, ja, das ist ja üblich, das ist ja in den vergangenen Jahren so gewesen. Ja. Und häufig sind Sie über solche Dinge nicht informiert. Ja? Und wenn wir Sie jetzt informieren, ist es so, dass es Ihrem eigenen Schutz dient, weil Sie eigenverantwortlich tätig sind. Und über diese entsprechende Kulanzmitteilung und auch jetzt diese Gesetzgebung, die wir Ihnen mitgeben, zur Kenntnis, schauen Sie sich das wirklich gut an. Es beschreibt ganz eindeutig,
dass das tatsächlich rechtliche Grundlage ist, was wir Ihnen hier erzählen und nicht irgendwie was ausgedacht ist. Und es dient zu Ihrem Schutz. Ja? Behaupte ich einfach mal, dass die Bundesrepublik, die ja in meinen Augen für mich zuständig ist, die Gesetze dann schon entsprechend geändert hat. Ich kann das jetzt nicht bewerten. Und Wie hat sie geltendes Recht? Ja. Wie hat geltendem Recht arbeiten sie, aber es ist nicht das gültige Recht. Genau. Wie hat sie missbraucht? Ja. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, Sie, vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen mitbekommen, dass die USA-Regierung spitzelt hier bei uns. Ja. Und das ist keine Bespitzelung, sondern das ist ihr gutes Recht. Denn wir sind eine immer noch besetzte Zone und die passen einfach nur auf, was wir machen. Das ist ihr Recht. Wir sind kein legitimer Staat. Wir haben keinen Friedensvertrag. Und mittlerweile lesen Sie das in den Zeitungen und es kommt in den Medien und es kommt sogar schon im Fernsehen. Aber das, was wir hier sagen, stimmt, das wurde einfach flach gehalten. Aber Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass es da verschiedene Rechtsauffassungen gibt. Nein, das ist keine Auffassung. Genau. Das sind wie gesagt, es ist geltendes Recht und nicht gültiges Recht. Ich gebe das so weiter und mit dem, was dann kommt, müssen Sie halt leben. Ne? Und seien Sie so lieb, lesen Sie das durch, was da steht, was wir Ihnen geschrieben haben. Denn das betrifft Sie persönlich. Ja. Da ist alles aufgeschrieben, alles, was ist und was nicht ist, aber es betrifft Sie als Person. Herr Danke. Wie gesagt, das sind jetzt hier diese Menschen, die Ihnen eine Kulanzmitteilung schicken. Da ist auch aufgelistet, was die Geschäftsbedingungen sind. Und wir haben mittlerweile schon an verschiedene sogenannte Institutionen Rechnungen verschickt und die sind in immenser Höhe. Und mittlerweile haben wir eben auch Richter an unserer Seite, die vollstrecken. Ne, also wie gesagt, es ist Ihr Schutz. Ja, dann danke ich Ihnen für den Hinweis. Ja. Ich kann es im Moment noch nicht nachvollziehen. Genau. Nee, das Hauptamt wird ja sicherlich dort eine Stellungnahme zu abgeben. Sie sind ein sympathischer Mensch. Sind Sie, suchen Sie einen neuen Job. Sehr. Wenn Sie das alles durchgearbeitet haben und verstehen, vielleicht entscheiden Sie sich zu etwas anderem. Ja, er kann nichts. Ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute. Ja. Darf ich meinen Kugelschreiber noch wieder? Selbstverständlich. Ja. Kein Problem, nur bei dem anderen ist es immer der Reserve. Ja, nee, absolut in Ordnung. Ja, dann. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit auch Unterstützung geben. Also auf jeden Unterstützung Fall mal einen Gedankenanstoß. Ne? Das Hauptvollamt wird ja seine Meinung da kundtun. Ob Sie letztendlich jetzt, was die Vollstreckung anbelangt, in Anführungsstrichen damit durchkommen, das weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht meine Aussage. Das werden wir sehen. Also wie gesagt, wir sind Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Wir haben mittlerweile ein paar Jahre Erfahrung. Und wie gesagt, es ist der Beginn praktisch einer neuen Zeit, dass es uns allen besser geht. Ja. Darum geht es. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendetwas dann nicht bezahlen möchten, sondern schauen Sie, dieses handelsrechtliche begründete System ist am 25.12.2012 rechtskräftig geworden, weltweit. Ja? Und stellen Sie sich vor, das haben Sie eben auch so schön gesagt, Sie haben eben so schön gesagt, dass die haben ja auch anerkannte Leute da und Rechtsanwälte und so weiter. Ja? Und das Interessante ist, dass all diese Leute, die also sowohl die fachliche Kompetenz als auch die monetäre Kompetenz hätten, ja, haben bis heute keinen einzigen dieser UCC-Einreichungen widerlegt. Keinen. Und das ist doch sehr, sehr interessant dann an der Stelle. Wenn es dann darauf hinausläuft, dass es uns allen besser geht, Sie das alles auch nachlesen, was er gerade eben gesagt hat. Das geht darum, dass die Menschheit nicht mehr im Sklaventum ist. Und damit sind wir in einem Sklaventum gewesen. Und davon befreien wir uns. Ja. Wir sind freie Menschen. Weil es geht nicht darum, die Menschen zu vernichten, nur wegen Kommerz. Ne, an der Börse Weizen zu handeln und woanders Menschen sterben zu lassen, das ist nicht unsere Ordnung. Das wollen Sie nicht, das wollen wir nicht. Und das muss man irgendwie einleiten. Oder ist eingeleitet worden. Ja. Gut, dann lasse ich mich überraschen, was aus dieser Bewegung wird. Wenn sich das durchsetzt, werde ich sicherlich noch oft an Sie denken. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch einen schönen Tag. Tschüss. Alles Gute.